So, das ist der Einstieg. Da ist ein bisschen eng, aber es passt schon. Drin sind wir. Wir können schon der Schutzbereich. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde das Objekt irgendwann in den 90ern saniert. Oder Ende der 80er, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Hier ist noch interessant, das würde man jetzt für ein Regal halten. Ist aber tatsächlich ein Bett. Genauso wie hier. Diese komischen Steine, die finden sich öfter in Bunkern. Die wurden nachträglich eingebaut, dass da Fledermäuse Unterschlupf finden. Im Staubsbunker ist dieser Schaltschrank sogar noch recht gut erhalten. Wohl bei Sammlern sehr begehrt. Hier liegt übrigens tatsächlich noch DVC überall. Das sind irgendwelche Schaltschränke. Elektroanlagen sind ja jetzt nicht so meins. Da kriege ich nicht so viel zusammen. Hier kommen wir zur Lüftungsstrecke. Auch noch sehr schön erhalten, toll sowas mal zu sehen. Also der Ursprung von den Bunkern war eigentlich gebaut als 115V2B. Wurde später dann nochmal umgebaut. Da kam dann auch die Netzersatzanlage rein. Das quasi Multicar-Motoren waren. Vorher gab es ja diese Aggregate von Junkers, die halt thermische Probleme hatten. Das ist schon ein bisschen zerfrückt, aber ich denke, zum größten Teil kann man noch schön. Glaube ich, so ein Filter. Ja, hier wäre der nächste Notrohrstieg. Aber wir wollen ja nicht raus, wir wollen hier drin sein. So. Im Großen und Ganzen, viel Inventar findet man im Keller der Bunker. Also weder im Stabsbunker noch im RD85 in Storko. Das ist dann übrigens auch der letzte Typenbau war von dieser Bauart hier. Da wäre es halt nur interessant gewesen, mal die Schutzbauten zu zeigen, weil da wurde extrem viel Geld ausgegeben. Da wurde ein ganzes Ferienobjekt drüber gebaut, nur um den Bunker zu tarnen. Und ganzen ihre Stollen und Schaltschrank. Das war, ich möchte meinen, das war in jedem Bunker dieser Bauart ein Lagerstollen. Das ist wirklich der einzige Stollen, wo man diesen Durchgang hat.
irgendwo im Internet gibt es natürlich auch bestimmt noch genau einen Belegungsplan, welcher Stollen wofür war. Oder bei der Stasi-Unterlagenbehörde. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht alles so im Kopf. So spontan wie das jetzt war. Habe ich bestimmt auch nicht viel auswendig lernen können. So, das hier ist nochmal interessant. Diese roten Türen, die wurden nicht nachträglich angestrichen. Die markierten immer das Ende vom Schutzkernbereich. Also wusste man, wenn jetzt irgendwie ein Angriff war und man eine rote Tür öffnete, dass man mit kontaminierter Luft in Berührung kam. Hier ist dieser Druckwellendämpfer. Der ganze Kies, der jetzt hier rumliegt, der war eigentlich hier drin. Hat irgendjemand hier geöffnet, um zu gucken, was da drin ist? Ja, wahrscheinlich ist es nur ein Druckwellendämpfer Kies. Atombunkern haben wir natürlich dann Kies und Sand. Der Sand diente dann als Massekühler. Hier standen die Multikarmatoren. Leider schon alles rausgerückt. Kleiner Tisch, der wird noch original von damals hier stehen. Das stand auch nicht hier. Das stand mal, ich denke hier hinter war das irgendwo. Da standen nämlich die Tanks drauf. Ja. Hier ist es leider alles etwas geflutet. Damals der Zugangsstollen. Auf der Seite gibt es Eingänge oder gibt es einen Eingang genauso wie hier. Ja. Glaube ich, warte mal, ich möchte meinen, hier vorne war die Dusche. Ja. Hier könnte man sich umziehen. Schränke. Ja. So, dann gehen wir mal zur anderen Seite. Der Aufbau ist relativ simpel. Also man kann sich jetzt hier nicht so wirklich verlaufen. Hier wurde geduscht. Hier konnte man sich dann wieder ankleiden und ist dann in den Schutzkernbereich reingekommen. So. Jetzt sind wir im anderen Flügel. Dieses in der Typenbezeichnung 115V2. Dieses V2 sagt eigentlich nur aus, dass dieser Bunker zwei Flügel hat. Und wieder die Duschen. Ach, guck, das ist nochmal ein Druckwellendämpfer, wie er eigentlich ist. Ja. Hier standen nochmal die Netzersatzanlagen, also für die andere Seite. Aber der Raum ist geflutet, da würde jetzt keiner nach den Füßen holen. Ja. Auch hier wieder duschen. Umkleidekabine ebenfalls geflutet. Wird vermutlich Grundwasser sein oder so, was so langsam hochtut. Dann sind wir wieder im Eingangsbereich. Also hier lang ist eine Treppe. Die führt zu dem Haupteingang.
Ja, das hatte ich vergessen weiter zu erzählen. Dieses V2, das sagt ja nur, dass er zwei Flügel hat. Also es gibt auch 1.15 V1, die werden quasi, wenn man den Grundriss nimmt und halbiert, hat man quasi einen 1.15 V1. Ja. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie hatten Stabsbunker und Familienbunker unterschiedliche Schutzklassen. Somit bin ich da jetzt in der Materie nicht drin, aber gucken wir mal bei diesen. Haben wir auch drüben nochmal. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich glaube, der Stabsbunker hat einen höheren. Also eine höhere. Nee, der Familienbunker hat eine höhere Schutzklasse gehabt. Diese Rahmenelemente. Die sind hier nämlich sehr viel dicker. Hier war auf jeden Fall Nachrichtentechnik, würde ich meinen. Diese Rahmen, die erkennt man, wenn man schon öfter in Bunkern drin war, ganz gut. So. Mit dem Flügel, also in diesem Bunker und mit diesem Flügel hat es auch diese Besonderheit, dass der Brunnenkopf woanders sitzt als normalerweise. Haben wir nochmal die Lüftungsstrecke, also die zweite. Wollen wir auch nochmal kurz hingehen. Eigentlich das gleiche hier drüben. Ich meine, von der Substanz her, ja, ist nicht mehr viel übrig, aber das bisschen, was übrig ist, sieht jetzt auch nicht so mega alt aus. Also, wenn man bedenkt, dass beide Bunker, also der Familienbunker, wo wir jetzt drin sind, und der der Stabsbunker, dass diese sehr stiefmütterlich behandelt wurden, schon zu Betriebszeiten. Dafür sieht es hier noch relativ gut aus, finde ich. Also, das hat man alles schon schlimmer gesehen. Auch hier wieder diese roten Türen. War bestimmt wieder viel zu viel. Das ist Video für, weil es auch zu groß wird. Aber naja. Mal gucken. So. Das ist nochmal dieses interessante Detail. Ich habe es ja schon mal erzählt. Mit dieser Drucktür, die verkehrt rum eingebaut wurde. Drucktüren sind grundsätzlich, gehen die nach außen raus. Diese hier geht nach innen auf. Den Grund, dieser Brunnenkopf. Bei anderen Bunkern dieses Typs, das ist der oben an der Stirn, das hebe ich dann gleich nochmal, wurde einfach zu klein gebaut, also hätte man die Tür gar nicht richtig rum aufmachen können. Ja, dementsprechend war hier die, ich vermute mal, Wasseraufbereitung oder so. Hier sitzt bei anderen Bunkern der Brunnenkopf normalerweise. Sogar Toiletten habt. Der Toilettentrakt ist, finde ich persönlich, Stabsbunker echt super erhalten. Also da sieht man wirklich noch die Toiletten selber. Natürlich diese Schaumwände, sag ich mal. Sogar noch mit Toilettenpapier, mit Klobürsten drin, alles. So, und zack, sind wir wieder im anderen Bereich. Ja. Das war mal so eine kleine Führung hier durch den Familienbunker.